Moin, moin, meine Lieben. Ich war wieder ein bisschen shoppen, diesmal im Kick und im Action. Im Kick habe ich für Weihnachten ganz süße Weihnachtskörbe und so Täschchen gefunden. Und zwar heißt es einmal hier dieser Schneemann. Den fand ich ganz niedlich. Da gab es auch noch einen Pinguin und einen Weihnachtsmann und ich weiß nicht, was das noch war. Irgendwas war das noch. Der hat gekostet, was hat er denn gekostet? 79 Cent. Also da kann man echt nicht meckern. Der ist auch sehr stabil. Passt auch gut was rein, nicht zu viel. Soll ja nur eine kleine Aufmerksamkeit sein. Ja, der musste mit. Und dann habe ich hier noch diese süßen kleinen Täschchen gefunden. Einmal diese. Das hat die gekostet 1 Euro. Auch mit einem Klettverschluss. Kann man auch richtig schön aufklappen. Richtig süß. Da habe ich einmal den Weihnachtsmann. Dann diesen zuckersüßen Eisbären. Ach hey, Mini, jetzt wird das gerade laut draußen. Ich hoffe, das hört man nicht. Wieder hier so ein Geschenk hält sich niedlich. Auch wieder Klettverschluss und richtig schön zum Aufklappen. Also richtig toll. Ich benutze den, also diese Taschen anstatt eines kleinen Weihnachtstellers. Mache ich da ein bisschen Schoki rein oder Kekse, je nachdem. Man könnte es aber auch als Geschenktasche nutzen. Finde ich ganz niedlich. Und dann habe ich hier noch diesen süßen, kleinen, dicken Pinguin. Den habe ich gesehen. Das war auch der letzte. Den habe ich gesehen. Musste ich gleich mitnehmen. Upsa, hier auch wieder. Richtig süß. 1 Euro ein so ein Täschchen. Musste ich mitnehmen. Konnte ich nicht liegen lassen. So, und dann habe ich hier noch extra für Weihnachten dann. Anstelle von Tellern Körbe auch für jeweils 1 Euro. Und zwar einmal diesen hier. Und die sind richtig schön groß. Also da passt ordentlich was rein. Ne? Sind auch schön von der Höhe. Also ein Weihnachtsmann oder so könnte man da locker reinstellen. Und ein paar Naschi. Was hat 1 Euro hat einer gekostet? Einmal hier mit diesem Schnee. Nee, gar nicht warm. Mit dem Weihnachtsmann und dem Rentier hier, der sich in dem Geweih so ein bisschen verheddert hat mit der Lichterkette. Das fand ich ganz niedlich. Dann einmal hier wieder kleine, dicke, fette Pinguine. In so einem leichten Rosé. Wishing you a very Merry Christmas. Mann, das ist ja ein halber Zungenbrecher hier. Hilfe. Ja. Dann einmal hier die coolen Schneemänner. Und dann einmal noch die süßen Tierchen und den Schneemann. Einmal der Schneemann, Eisbär und da haben wir es wieder ein Lama, ein Alpaka. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Fand ich ganz niedlich. Jeweils 1 Euro so ein Körbchen. Musste ich auch gleich mitnehmen. Das war Kick. Nun kommen wir zu Action. Da habe ich ein bisschen mehr geholt. Nicht alles, nee, gar nichts Winterliches eigentlich, oder? Nee, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Da habe ich einmal wieder diese Lux-Blöcke mitgenommen. Es waren die letzten drei. Sind auch die älteren, aber das ist mir ja egal. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich die schon habe. Aber upsala, meine Kids haben die jetzt auch für sich entdeckt. Und klatschen das überall mit drauf. Ne? Kennt ihr ja hier diese Stanzteile. Ein ganzer Batzen voll. Und hier dieses Wellenpapier. Und dann halt das Bastelpapier. Und die Sticker. Das war der. Dann einmal diesen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht.
Hier mit Einhörnern. Und hier der Waschbär an den Ballons. Der sieht immer auch ulkig aus, ne? Hier. Richtig schön. Und hier wieder das Wellenpapier. Zwei Seiten. Und dann hier einmal grob. Ich gehe jetzt nicht jedes Blatt durch. Und hier zum Schluss die Sticker. Oh, der ist ja mal Power. Dieses dicke Ding. Ich finde den richtig cool. Jo. Das war der hier. Und dann diesen noch. So, oh, das ist ja mal ein saftiges Grün hier. Die Melone sieht auch cool aus. Auch wieder das Wellenpapier. Und dann hier wieder die Bastelpappe. Und die Sticker. Yep. Das waren die drei Lux-Blöcke. So, dann muss ich einmal ein bisschen knarren. Ups. Dann habe ich für meine Kiddies neue Spartöpfe mitgenommen. Da hat einer 88 Cent gekostet. Fand ich ganz niedlich. Mit den ganzen Emojis drauf. Einmal in Blau für meinen Sohn und einmal in Rosa für meine Tochter. Kriegen ja von der Oma immer ab und zu einen Taler. Können sie da reinschmeißen, sich was für kaufen. Taschengeld kriegen die ja auch. Ja, fand ich ganz süß. Und ich habe wieder Squishies bekommen. Ich finde die ja so niedlich. Einmal diesen Teddy und einmal, ist doch ein Teddy, oder? Ich denke mal. Und einmal dieses süße Häschen. 2,89 hat einer gekostet. Von den Häschen habe ich zwei mitgenommen, weil meine Tochter auch unbedingt so einen haben wollte. Ja. Ich finde die so schön. Die mussten auch mit. So. Dann habe ich Filz-Sticker-Schmetterlinge nochmal mitgenommen. Meine anderen sind fast alle. Ich frage mich, wo die alle sind. Ich habe gar keine benutzt und die Tüte ist fast leer. Ich denke mal, meine Kinder haben sich wieder bedient. Nur, wo haben sie es hingeklebt? Das ist die Frage. Dann hebe ich mal eben die Tasche hoch, sonst muss ich mich immer so bücken. Ups. So, achso, was haben die gekostet? 72 Cent. Dann habe ich mir einmal Socken mitgenommen für 2,79. Ganz spektakulär. Ich habe ja immer so einen Sockenverschleiß. Entweder verschwinden sie oder ich kriege hinten an der Ferse immer blöde Löcher. So, dann habe ich noch so ein Embellishment-Set mitgenommen. 99 Cent, zwei Stück. Einmal in Pink und einmal in Lila. Müssten auch mit. So, und dann einmal hier dieses was auch immer Papier, Krepppapier, so heißt das, hat 99 Cent gekostet. In Pink, Grün, Rot, Weiß, Gelb, Blau, Lila und so ein ganz leichtes Rosa. Das Papier habe ich ja benutzt bei dem Kalender, der aussieht oder aussehen soll wie ein kleiner Tannenbaum. Da habe ich das Grün hier und das Orange schon benutzt. Da ist das her. Dann habe ich für 89 Cent so kleine Mini-Fläschchen gefunden mit diesen richtig tollen kleinen Kügelchen in Metallic-Farben. Konnte ich nicht liegen lassen, muss ich mitnehmen. Allein schon wegen diesen Fläschchen. Ich finde die Fläschchen ja immer so toll. Ich werde die, ich weiß es gar nicht, ob ich die Kügelchen umfüllen werde oder drin lassen werde. Auf jeden Fall, wenn die Fläschchen alle sind, werde ich die Fläschchen weiter benutzen. Mal gucken, ob ich da irgendwie was mit Resin mache oder mit Fimo irgendwie was rein tüdeln tue. Mal schauen, mal schauen. So, und dann habe ich mir einmal so ein Watercolor-Set-Kasten mitgenommen für 99 Cent. Mal gucken, wie die Farben so sind. Ja.
Also ich kann das dann mal eben aufmachen. Gucken wir da mal zusammen rein. So. Also kräftig sehen die Farben aus. Ist auch alles drin, was man so braucht an Farbe. Mal gucken, was ich da draus oder damit machen werde. Ich werde sie ausprobieren. Wenn sie für mich nichts sind, kriegen meine Kids die. So, dann habe ich wieder Klebeband mitgenommen. Kennt ihr ja. Durch das ganze Gebastel in der letzten Zeit. Es waren ja doch reichlich Geburtstage. Und dann jetzt Weihnachten hat man ja so einen Klebebandverschleiß. Diese Klebemäuse habe ich leider nicht bekommen. Ich habe einmal das dicke Formtape mitgenommen und einmal das dünne. Ne, dreimal das dünne. Mensch, also irgendwie weiß ich auch nicht. So, dann habe ich noch zweimal Sticker gefunden für 64 Cent. Und zwar diese süßen Zirkustierchen. Hier mit seiner scharfen Frisur. Obercool. Oder die hier ganz süß mit den Hörnern. Ja. Und dann habe ich einmal wieder einen Block mitgenommen. Für Geschenkboxen. Kennt ihr ja. Letztes Mal hatte ich euch gezeigt, diese Umschlagtaschen für Gutscheine. Das ist quasi sowas ähnliches, nur keine Gutscheine, sondern wirklich diese kleinen Boxen. Zeige ich euch auch mal. Zack. Die faltet ihr hier auf. Einmal in der Mitte. So, dann faltet ihr das hier. Oder auch nicht. Hier ist auch so eine Falzlinie. Oh Mann, ich habe einen Frosch im Hals. Da faltet ihr das auch einmal. Dann klebt ihr das so zusammen. Ja. Also da so ran. Und dann könnt ihr diese Teile, die sind auch schon leicht, seht ihr das, so vorgeprägt. Könnt ihr diese Teile, wenn das so ist, so nach innen klappen. Jetzt will das natürlich nicht, weil ich das nicht geklebt habe. So. Und die andere Seite auch. Oder auch nicht. Na los. So. Plus, minus. Also, wenn ihr es zugeklebt habt, sieht es natürlich schöner aus. Und dann sind die, ist die andere Seite natürlich auch so. Und dann habt ihr so eine kleine Geschenkbox. Kann man übrigens auch mit Klorollen machen. Kennt der eine oder andere bestimmt. Einfach die Enden von den Klorollen eindrücken. Dann habt ihr quasi genau sowas. Nur das hier ist dann eben halt schon fertig. So, und dann habe ich auch nur noch so eine kleine, was auch immer, so diese LOL-Dinger. Die haben gekostet 3,99 €. Fand die jetzt zu Weihnachten ganz niedlich. Da kriegt meine Nichte einen in ihren jetzt kommen die drauf, in ihr Weihnachtskörbchen und meine Tochter auch. Und ich habe keine Ahnung von diesen Teilen, aber die stehen total auf diese kleinen Figürchen. Hier sind wohl Stempel und Sticker drin. Hier ist Sticker, Stift, Radiergummi und hier ein Anspitzer-Sticker und ein Stift oder weiß ich auch nicht. Also es ist zumindest abgebildet. Und ja, die haben auch diese anderen Figürchen in so einer Kugel, die man so aufploppt oder diesen Lolli. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt. Das ist so ein Riesending. Den hat meine Nichte letztens bekommen. Da sind keine Ahnung, wie viele Teile drin. Also 1000 kleine Teile. Also richtig Mädchenspielzeug. Und in jedem Türchen oder was auch immer, was das ist, ist irgendwie eine andere Überraschung drin. Da habe ich mir gedacht, nimmst du die einfach mal mit. Wie genau das funktioniert mit diesen Teilen, weiß ich nicht. Also hier ist ein Reißverschluss abgebildet. Vielleicht ist da drinne irgendwie auch nochmal ein Sternchen mit einem Reißverschluss. Oder ist das einfach nur ein Symbol, dass man das da aufreißen soll? Ich weiß es nicht. Ich fand sie jedenfalls niedlich.
Ist ein bisschen was für den Teller. Passt da schön drauf. Bin selbst gespannt. So, das war's jetzt auch schon wieder. Kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!